Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier für KDK von Thüringen, Version 3.101. Ich bin jetzt aktuell auf dem globalen Markt. Mal ganz kurz mal reinschauen, was wir geliefert haben. 812.000 Liter. Das verkaufe ich mal ganz kurz. Sonst meldet er mir nachher später. Es geht nicht mehr rein. Gut. Dann muss man gucken, ob hier noch ein Fahrzeug rumsteht, den man gleich mal aktivieren kann. Jo. Ich habe nämlich gestern unterbrochen und mache heute weiter. Ist an sich kein Problem. Das ist alles im grünen Bereich. So, der erste ist unterwegs. Da fährt schon der Zug. Zweite. Sind ja vier Abfahrer unterwegs. Achso, der LKW ist später mal dran. Tiertransport. Ja, später. Nummer 3. Ja, das kommt später mit den anderen Fahrzeugen. Da war noch ein freier Traktor. Ja, immer noch Regen. Na, die dürfen stehen bleiben. Mist darf auch stehen bleiben. Ja, Düngerfahrzeug ist auch nicht aktuell. Sollte eigentlich fertig sein auf Feld Nummer 29 oder 28. Gute Frage, ne? Sieht so aus, ne? Ich lasse mal stehen. Weil ich nicht weiß. Naja, ich weiß schon mal, aber ein bisschen, das macht ja auch nichts. Hier putzen wir gleich. Dass die Kühe auch ein bisschen gesünder werden, ne? Beziehungsweise die Bullen, ne? Stall 1 ist auch schon ein bisschen besser geworden. Kurz reinschauen. Da hat sich schon um 2% verbessert. Gesundheit der Tiere. Nicht ich Gesundheit, aber der Tiere. Und hier ist es bei 68%. Warum das so ist? Gut, hier wegen Putzen, ne? Aber hier oben, das weiß ich nicht, weil die im Grunde eigentlich alles haben. Ne? Ich vermute mal, das kommt wieder dadurch, dass ich nachts geschlafen habe. Das werde ich in den nächsten Nächten nicht machen. Aus schlechter Erfahrung von der NF-Marsch. Da sind sie mir gestorben. Ne? Beim irgendwann mal zu viel geschlafen. Ne? Und das möchte ich vermeiden. Denn die Tiere sind mir jetzt persönlich ja schon zu lange als Herz gemacht, das ist Quatsch, aber wie gesagt, bis das wieder läuft und Milch gibt, kann das schon dauern, ne? So. Deswegen, woran das genau liegt, das ist, also es könnte an Season liegen, ne? Könnte. Könnte aber auch, weil jetzt der andere dazugekommen ist, diese Mais-Dings da, könnte es daran auch liegen. Also, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich möchte noch nicht probieren. Die Karte ist ja mit Mais. Mais-Ready kann man sagen, ne? Also die Mod für Mais. So. Und deswegen will ich nicht darauf verzichten, ne? So. Wir spielen jetzt aktuell mit 15 Geschwindigkeit. Und einer auch noch. Aktivieren. Ah, jetzt weiß man schon Bescheid, ne? Also im Grunde ist der eine nur fürs Bäume fräsen.
Ja, Frage Nummer 5. Ich wünsche mal allen einen schönen Freitag. Junge, hättest du auch wissen können, dass du da erst abfräsen musst, ne? Machen wir gleich. Das fährt sich so schlecht mit Stoppen. Jo. Drei Fahrer sind da. Ich versuche von hier ranzufahren. Ob besser geht. Ja, bei mir ist heute Donnerstag und morgen endlich Freitag. Ne? Wird ja auch Zeit, ne? Ja, die Woche war wieder hart. In Anführungszeichen, ne? Schon so, ne? Ja, viel Arbeit. Von daher hart. Aber im Grunde ist es schön, dass wir viel Arbeit haben. Das ist ja auch beruhigend in der heutigen Zeit. Wenn das das wenigstens, das eine wenigstens klappt. Ne? Ja, ich hoffe, dass morgen das Getreidefeld reif ist, beziehungsweise es auch trocken ist. Das ist auch nicht ganz glaube. Aber vielleicht können wir anfangen beim Pferdegras. Zumindest mit Mähen, ne? Ich wollte ja erstmal die Pöttinger Mähwerk kaufen und dann mit 3 Traktoren mähen, ganz schnell, und dann halt ja zettern zweimal, um das gerade Pferdegras feucht zu werden, ne? Aber ist nicht ganz so tragisch. Vielleicht lasse ich auch ein paar Tage stehen, dass es noch nachreift, also Stufe 3 gibt vielleicht. Mal schauen. Das ist mir blöd, kommt das zur selben Zeit wie Weizen und Gerste, ne? Gut, der würde ich weiter stören, ne? Ja, Gewitter. Oh, Nummer 3 ist da. Ich muss doch so ranfahren von der Kurve, jetzt ungünstig, ne? Ja, wird doch ziemlich schnell dunkel. Aber gut. Im Grunde nur die Kühe auf der Zahn, ne, mit Hackbissen, ne? Im Grunde haben wir schon genug für die Marsch.
Für unser Papier, ne? Aber wie gesagt, ab 10 Uhr, wenn es richtig dunkel ist, dann geht es auf 30 oder 60 und dann sollte es eigentlich dann nachher Nachtstück vorbei sein. In Anführungszeichen, ne? Ich melde schon mal trocken an, das ist gut. Die Temperatur passt ja auch. Von daher hoffe ich mal, dass wir da, wenn es reif werden sollte, auch schnell aber wir haben mal Licht, ne? Ja, pflanzen müssen wir hier noch, ne? Aber wie gesagt, da mache ich mal den Wald immer weg. Vielleicht werden ein paar Bäume fällen zur Not morgen, wenn nichts anders gehen sollte. Ja, müde bin ich auch schon wieder. Ich habe gerade gegessen, deswegen wahrscheinlich. Aber fürs Bett ging es zu früh. Und Couch, naja. Ganz ehrlich, dann kann ich auch ins Bett gehen. Aber das möchte ich noch nicht. Zu früh. War gestern auch so ähnlich und dann war ich zu früh im Bett. Und dann war ich plötzlich munter. Das ist schlecht. Warum? Wieder einer voll. Wieder was zügig mit Ladewagen, also das ist eine gute Lösung. Ja, ich begrüße mal alle neuen Abonnenten, ne? Also ich grüße mal alle, sagen wir so. Na, nicht nur einen, sondern alle. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen, ne? Fleißig reinschauen, immer sehr hilfreich. Vom Wachstum des Kanals, ne? Da entwickelt sich was, ne? Freut mich drüber. Ja, ist alles so einfach. Der Anfang war schwer. Und es ist nach wie vor nicht einfach, anzuzeichnen. Aber die Richtung stimmt schon mal, ne? Da fährt der Bursche. Ah, der ist schon zurück. So, der ist voll. Dunkel, ne? Ja, jetzt 10, jetzt gehen wir auf 60. Nützt ja auch nichts. Dunkelheit wollen wir bestehen. Und ich kehre. Normalerweise würde ich das schlafen, wie gesagt, das ist jetzt in meinen Augen ist das kann. Ne? Deswegen lieber. Oh, 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 oh. Und dann kaputt. Beim Mais geht nichts kaputt. Ja, dunkel ist schlecht. Das ist ungünstig. Bei mir ist heute auch Schnee gefallen. Wahnsinn. Es bleibt zwar nichts liegen, aber wie gesagt, heute früh war es leicht angezuckert, kann man sagen. Ne? Straße war frei, aber der Rest war halt Gelände. Okay, 120, dunkel. War recht weiß, ne? Leicht. 1-2 cm vielleicht. Ne? Also nass, kaltes Wetter. So wie hier, wo es hier so warm ist, 18 Grad Lufttemperatur.
ist unsere Regen angenehm, ne? Anführungszeichen, ne? Ich persönlich mag bei Regen ein bisschen gerne arbeiten. Draußen ist es, ne? Innen drin ist okay, wenn draußen Regen ist. Ne, die beste Regenkleidung taugt nichts, in Anführungszeichen. Irgendwo wird es doch mal nass und das ist, ja, ich sag mal so, eher das Problem. Wenn es zu warm ist, mit ja, Gummianzug, dann schwitze ich halt, ja, dann wird von innen nass, ne? Also ist besser als trocken beim Arbeiten. Nur dazu sagen, also ist bisher selten so gewesen, dass immer bei der Arbeit Regen war. Wenn nur oft nur einen Tag, meistens mal intensiv, da ging es nicht her. Junge, wo bleibst du? Ja, ein paar Bäume sind noch, aber nicht so viele. Duft, 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 duft. Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Jetzt aber schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin mal wieder da. Und ich freue mich, wenn ihr auch da seid. Tschüss.